In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du das Taylor-Polynom zweiten Grades ganz einfach anwendest. Moin Moin zusammen, heute schnacken wir über das Taylor-Polynom. Bevor wir gleich ein bisschen schmutzig werden, ich habe ein sehr ausführliches Video, geht ein bisschen länger, aber trotzdem, wo ich das Taylor-Polynom dritten Grades dir an einer Funktion super ausführlich erkläre, danach verstehst du es definitiv. Hier wird es nur ein bisschen kurz und knackiger. Ich möchte nur Folgendes haben. Ich habe eine komplexe Funktion, ln 3x durch x. Und davon möchte ich eben die Nullstelle berechnen. Das Problem ist nur, es ist eine komplexe Funktion. Um das zu lösen, müsste ich jetzt ein paar Tricks anwenden, aber das möchte ich gerade gar nicht. Und deswegen könnte ich das Taylor-Polynom anwenden, was ich jetzt auch gleich machen werde, um diese komplexe Funktion hier zu vereinfachen zu einer ganz normalen Funktion zweiten Grades, also einer Parabel, und dann berechne ich die Nullstelle. Dafür ist auch das Taylor-Polynom echt grandios dafür da. Okay. Und ich brauche im Endeffekt eine Entwicklungsstelle oder einen Entwicklungspunkt, nachdem ich die Funktion hier nachbaue. Ich baue die Funktion nach an einer gewissen Stelle, um dann mit der nachgebauten Funktion ganz simpel mein Ergebnis zu berechnen. Das hat Taylor vor. Und ich weiß jetzt schon, dass die Nullstelle 0,333 ist. Ist egal. Aber ne, in der Prüfung ist dir wahrscheinlich die Entwicklungsstelle angegeben und dann machst du es mit der. Weil der sagt jetzt, hey, um 0,5 herum, da baust du sie bitte so gut wie möglich nach, weil da ist ja auch diese Nullstelle, die du haben möchtest. Okay, also ich habe jetzt die Funktion und jetzt bauen wir die ganze mal nach. Und zwar zweiten Grades, also quadratisch, t2. Was mache ich also? Ich muss zuallererst mein Grundgerüst bauen, bevor ich hier überhaupt loslegen kann. Und zwar brauche ich einmal in die normale Funktion meinen Entwicklungspunkt eingesetzt, also die 0,5, also mache ich das direkt. Ln, Klammer auf, 3 mal 0,5, Klammer zu, geteilt durch 0,5. Und rechne das aus. Und das ist gerundet 0,81. Und da ich das Ganze zweiten Grades nachbaue, brauche ich zum allererst die erste Ableitung, aber auch in dem Beispiel hier, weil ich ja zweiten Grades bin, die zweite Ableitung. Das ist wichtig. Baue ich es dritten Grades nach, baue ich die erste, zweite und dritte. Baue ich es ersten Grades nach, baue ich nur die erste Ableitung. Und auch die setze ich im Endeffekt meine Entwicklungsstelle ein. Das heißt, ich muss jetzt als allererstes, bevor ich irgendwie loslegen kann, die Ableitungen bilden von dem hier. Also, was mache ich? F' von x ist gleich. Wie leite ich das Ganze ab? Naja, in dem Beispiel hier habe ich jetzt eine Quotientenregel. Quotientenregel, alle Ableitungsregeln, wirklich, was es da draußen gibt, super ausführliche Playlist auf meinem Kanal. Zieh sie dir rein. Danach kannst du es definitiv. Okay. Jetzt muss ich die jeweils benennen. Zum Beispiel t und p. Ist mir absolut egal. Okay, und jetzt leite ich t ab. T abgeleitet. Ln 3x abgeleitet ist 1 geteilt durch 3x, weil vor dem ln steht eine 1 und die kommt hier vorne dran. Die steht aber gedanklich da. 3x ist das Innere, mal das Innere abgeleitet. 3x abgeleitet ergibt 3. Bedeutet 3 durch 3x, 3 hochmultipliziert, 3 mal 1 ist 3 und dann durch 3x ist gleich in dem Fall 1 durch x die Ableitung von t. Jetzt mache ich es von p. Ja, p ist ja nur x und x abgeleitet ist in dem Fall 1. Und nun kann ich das sauber mit der Quotientenregel einsetzen. Und die lautet ja t', also 1 durch x mal p mal x minus t, in dem Fall ln 3x, ln 3x mal p'. Das ist 1. Und das Ganze geteilt durch p ins Quadrat, also x Quadrat. Also kann ich den Blödsinn hier, den ganzen hier, den verrechne ich jetzt. Also f' von x ist gleich 1 mal x ist ein x geteilt durch x, ergibt x durch x, ergibt 1. Das ist der Part hier. Minus ln 3x mal 1 ist
ln3x und das Ganze geteilt durch x². Und in diese erste Ableitung setze ich jetzt 0,5 ein. Das bedeutet, Bruchstrich, 1 minus ln 3 mal 0,5, Klammer zu, durch 0,5 ins Quadrat ist gleich 2,38 gerundet. Jetzt habe ich das Grundgerüst, wenn ich es ersten Grades bilden würde, also t1, aber oder eben linear genannt. Aber ich möchte das zweiten Grades, dann brauche ich nochmal davon die zweite Ableitung. Also f' von x. So, auch wieder hier selbes Problem. Ich will die Funktion ableiten. Erkenne, es ist eine Funktion geteilt durch eine Funktion. Quotientenregel. Was mache ich also wieder? Ich nenne das eine zum Beispiel jetzt hat s und das andere nenne ich a. Na, jedes Mal gebe ich denen halt einfach irgendwelche Namen. Und jetzt muss ich s ableiten und das ist dann eben hier der ganze Blödsinn. Naja, wieder, wie leite ich das ab? 1 abgeleitet ergibt nichts und minus ln 3x abgeleitet ergibt minus 1. Ja, auch wieder vor dem ln ist eine 1, darum die 1, aber es ist ja minus, wichtig. Dann das Innere von dem ln, 3x, mal das Innere vom ln abgeleitet ist 3, also kommt auch hier raus, minus 3 durch 3x, bedeutet das Ergebnis, kriege ich minus 1 durch x. Sehr schön, s abgeleitet, das obere, jetzt muss ich a ableiten, x² abgeleitet ergibt 2x. Sehr schön, und jetzt kann ich hier sauber einsetzen, wieder meine Quotientenregel. Fängt an mit s', also minus 1 durch x. Mal a, das ist x Quadrat, minus komplett s, und da musst du drauf achten, Klammer auf, 1 minus ln, Klammer auf, 3x, Klammer zu, mal a abgeleitet, 2x. Und das Ganze nochmal geteilt durch 1 Quadrat, also x Quadrat ins Quadrat. Das kann man jetzt wieder sauber verrechnen. Dann steht da f' von x ist gleich, das geht hier hoch, Achtung, minus 1 mal x². Dann ist hier oben x², minus x² durch x ergibt wiederum minus x, minus. Und da muss ich jetzt die 2x rein multiplizieren. Bedeutet, hier steht dann hier 1 mal 2x ist 2x, minus ln 3x mal 2x ergibt minus 2x. ln 3x, sehr schön, und das Ganze geteilt durch x ins Quadrat ins Quadrat. Ich kann die Quadrat, die obere 1 runterholen, mit der anderen multiplizieren, also 2 mal 2 machen, auch Potenzgesetz. Und 2 mal 2 ergibt 4. So, jetzt weiter möchte ich es gar nicht machen, weil jetzt kann ich das sauber auch wieder meine 0,5 hier einsetzen. Das war ja das Ziel des Ganzen. Also mache ich das, minus 0,5 minus, Klammer auf, 2 mal 0,5 minus 2 mal 0,5 mal ln, Klammer auf, 3 mal 0,5, Klammer zu, und das Ganze geteilt durch 0,5 hoch 4. Und das ergibt dann minus 17,52. Und das ist jetzt das Grundgerüst, was ich machen müsste. Nochmal kurz abholen. Ich möchte von dieser Funktion hier, von ln 3x durch x, ich möchte die nachbauen. Ich möchte die Taylor-Polynom zweiten Grades anwenden. Was muss die Ganze machen? Ich setze sie in eine normale Funktion, die Entwicklungsstelle ein, und in die erste und in die zweite Ableitung. Und jetzt kann ich den Bad Boy hier anwenden. Heißt, das steht da, t 2, weil ich mache ja zweiten Grades. Das n steht für den Grad. Klammer auf x, ich baue eine Funktion, das ist ja unbekannt. Und jetzt setze ich einfach sauber ein. Aha, das Ergebnis aus der normalen Funktion eingesetzt, 0,81 plus, und jetzt geht das Summenspielchen los. Also, und jetzt fange ich mit der ersten Ableitung an. Bedeutet, von der ersten Ableitung, weil i ist jetzt 1, das ist die erste Ableitung, die Entwicklungsstelle eingesetzt. Aha, die 2,38 geteilt durch, bei welcher Ableitung bin ich gerade? Bei der ersten, darum 1, Fakultät erkläre ich dir gleich, mal, Klammer auf, x ist unbekannt, das wissen wir immer noch nicht,
Weil wir müssen eine Funktion bauen und da ist x unbekannt. Minus die Entwicklungsstelle, bauen wir die 0,5. 0,5. Klammer zu. Welche Ableitung brauchen wir gerade? Bei der ersten. Darum hoch 1. Jetzt war die ganze Zeit i1. Und jetzt müssen wir das nochmal machen, weil es ein Summenspielchen ist, bei i2, weil wir zweiten Grades bauen wollen. Also plus wieder aus der ersten Ableitung die Entwicklungsstelle eingesetzt. Minus 17,52 geteilt durch 2 Fakultät mal, Klammer auf, x ist unbekannt, wissen wir nicht, minus Entwicklungsstelle 0,5 und das Ganze hoch 2. So, und schon haben wir mal unser Grundgerüst. Das ist theoretisch unser Taylor-Polynom zweiten Grades für die Funktion hier. Natürlich müssen wir das jetzt noch sauber zusammenrechnen. Kriegen wir auch gemeinsam hin. Also, t2 von x ist gleich 0,81 plus 1 Fakultät bedeutet einmal 1. Und das bedeutet einmal 1 ist gleich 1. 2,38 durch 1 ergibt 2,38, Klammer auf, x minus 0,5. Hoch 1 kann ich weglassen, weil es steht ja immer gedanklich da. Plus, und jetzt geht's ab. 2 Fakultät bedeutet nichts anderes als 2 mal 1. 3 Fakultät, 3 mal 2 mal 1. 4 Fakultät, 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ich hoffe, du hast das System verstanden. Also ist das 2. Also ist das minus 17,52 geteilt durch 2. Und das ergibt eben minus 8,76. So, und das Ganze nochmal mal. Und das hier, x minus 0,5 ins Quadrat, ist die zweite binomische Formel. Das heißt, jetzt musst du auch noch den Schlingel noch können. Also, und das ist ausgerechnet, ich mache es ganz schnell, x Quadrat minus 2 mal x ist 2x mal 0,5 ergibt x oder 1x. Und 0,5 ins Quadrat ergibt 0,25. Klammer zu. So, jetzt haben wir das schon mal ein bisschen vereinfacht. Sehr schön. Jetzt multiplizieren wir alles mal in die Klammern rein, damit wir das sauber haben. Ich mache das mal hier unten weiter. t2 von x ist gleich, also 0,81 plus, jetzt multipliziere ich das hier rein, das mal das, das mal das, ist gleich 2,38x minus 1,19 plus, jetzt multipliziere ich das da rein, das mal das, das mal das und das mal das, bedeutet, das Plus kann ich jetzt auch weglassen, mache ich direkt das Minus draus, minus 8,76x². Minus und Minus wird zu Plus, plus 8,76x und das Ganze minus 2,19. Sehr schön, jetzt rechne ich alles sauber zusammen. t2 von x ist gleich alle x Quadrat. Aha, minus 8,76x² alle x. Da ist ein x drin und hier ist ein x drin. Ergibt plus 11,40x, habe ich die weg und jetzt noch alle normalen Zahlen. Das ergibt minus 2,57. Dann ist das unsere Funktion zweiten Grades. Also im Klartext haben wir jetzt aufgrund des Taylor-Polynoms zweiten Grades, Spielwiese bleibt oben, du Weltgeil. Haben wir jetzt diese komplexe Funktion hier oben, die habe ich sauber einfach zu der Funktion umgewandelt. Und nun kann ich mit Hilfe der Mitternachtsformel oder quadratischen Gleichungsformel hier die Nullstellen für ausrechnen. Und wenn du das Ganze dann eben mit der quadratischen Gleichungsformel oder Mitternachtsformel gelöst hast, dann kriegst du diese zwei Nullstellen heraus. Und das sind einmal 0,30 und 0,97. Und nun ist eben der Punkt. Zum einen, vielleicht ist ein Definitionsbereich irgendwie gegeben, der sagt, hey, zwischen 0 und 0,8, da ist irgendwie diese Nullstelle oder da bewegt sich die Funktion. Dann kannst du direkt gucken, welche von beiden macht denn mehr Sinn. Oder du weißt schon, in welche Richtung es gehen muss. Ich wusste ja, dass von dieser Funktion hier die Nullstelle 0,333 sein muss.
Also erkennst du jetzt dadurch, dass ich mit Hilfe des Taylor-Polynoms diese komplexe Funktion hier zu einer vereinfachten Funktion, in dem Fall zweiten Grades, also einer Parabel gebaut habe. Und mit Hilfe dessen konnte ich dann mit ganz normalen Rechenmethoden meine Nullstelle berechnen. Und wie du siehst, ja, einiges Quarkbällchen, die sind ja fast identisch. Und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Du kannst jetzt auch zum Spaß, du weißt ja noch, wenn du in diese Funktion 0,5 einsetzt, kriegst du 0,81 raus. Jetzt machen wir dasselbe hier. T2, also mein Taylor-Polynom zweiten Grades, die ich nachgebaut habe, setze ich jetzt auch 0,5 ein. Also da 0,5 ins Quadrat, 0,5 und rechne es sauber im Taschenrechner aus. Weißt du was? Du wirst es mir nicht glauben, aber da kommt auch 0,81 raus. Und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Also Taylor-Polynom benutze ich, um eine komplexe Funktion einfach herunterzubrechen und dann mit meinem typischen Blödsinn das Ganze einfach auszurechnen, was ich vorhabe. Weil, wenn ich die Entwicklungsstelle dort in der Nähe platziert habe, dann ist auch das Ergebnis sehr nah am tatsächlichen Ergebnis und muss eben nicht hier bei der komplexen Funktion irgendwelche komischen Rechentricks anwenden, um da zum Beispiel mein Ergebnis zu bekommen. Blende dir jetzt auch mal beide Funktionen grafisch ein, wie das Ganze ausschaut. Aber da merkst du schon, dass meine Parabel an der Stelle, an meiner Entwicklungsstelle, wirklich sehr nah an dem Bad Boy hier dran ist. Du merkst, richtig geil die Sache, da steht's mir auch in der Hose. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!